Hallo, wir sind das Katharina Kravchenko Quartett, eine internationale Band, die schöne Jazzmusik spielt. Wir sind heute im Studio in Berlin, weil wir unser neues Album aufnehmen wollen. Und das ist super aufregend und ich freue mich total, mit so coolen Dudes hier zu sein. Unser erstes CD heißt Stories und das ist eine Sammlung der Geschichten, die das Leben in verschiedenen Farben verspiegeln. Für mich ist jedes Stück eine andere Geschichte. Natürlich merkt man in der Musik verschiedene Einflüsse aus der ganzen Welt. Man hört auch, dass sich Katharina sehr stark mit den Ursprüngen des Jazz beschäftigt hat. Insbesondere Dingen wie Bebop, das klingt auch immer mal durch. Das Quartett hat vieles Besonderes und auch tatsächlich vieles, was ich zuvor noch nicht gehört hatte. Vor allem das Gesang und vor allem, wie es gesungen wird von Katharina. Da gibt es sowas, das nennt sich Scat-Gesang. Das kommt eigentlich in dieser eher ethno-geprägten Musik, die wir machen, sonst nicht so häufig vor. Und dabei merkt man eben ganz klar, dass Katharina eben auch noch andere Einflüsse hat. Diese CD hat verschiedene Einflüsse von meiner ukrainischen Wurzel, von ukrainischer Volksmusik, von slawischen Sprachen, von Modal Jazz, von modernen Jazz. In jedem Stück und in jeder Partie hört man einfach, wo derjenige Musiker oder Musikerin herkommt. Die Stücke sind sehr schön, die Message dahinter sehr schön und die Stories bleiben nicht nur bei uns, sondern auch bei euch zu Hause. Came to us despite the pain.